Herzlich willkommen in meinem virtuellen Stempeltube. Heute möchte ich euch ein besonderes Produkt vorstellen, und zwar das Stempelset Daydream Medallions. Ich zeige es mal näher dran, dass man die Katalogseite von Seite 70 genauer sieht mit allen Motiven. Und zwar beinhaltet das 5 verschiedene Stempelmotive und das passende Framelit Set dazu. Also sprich, auch hier kann man sich die Arbeit sparen, möchte man die einzelnen Motive mal ausgeschnitten haben, beziehungsweise dann eben mit den passenden Framelits ausstanzt. Ich bin ganz dankbar, dass wir im Monat August 2014 ein besonderes Big Shot-Angebot bei Stamping Up haben. Das heißt, wer die Big Shot noch nicht hat und im August 2014 die Big Shot kauft, bekommt dieses Set, also das Stempelset, welches ja normalerweise 44,95 kostet oder 35,95, wenn man es in der transparenten Variante nehmen würde. Zusammen mit den Framelits würde man es sogar gratis bekommen. Also das ist wirklich ein unschlagbares Deal. Ich habe euch mal eine Karte nochmal als Beispiel gezeigt. Das stand schon sehr lange auf meiner Wunschliste, dass ich das mal mache. Und zwar ist es eine sogenannte Klappkarte auch, die man hier so praktisch extra so einhaken kann. Und dafür ist eben dieses Stempelmotiv optimal dafür. Ich möchte es euch mal ganz kurz zeigen, wie ich da vorgegangen bin. Einmal habe ich also eine Basiskarte genommen. Ich habe einfach mal ausgemessen, wie groß eben dieses Motiv hier war. Ich habe also das erste Stempelmotiv genommen, das größte. Dieses Set kommt übrigens in 2 Verhältnissen, weil es ja so große Stempelmotive sind. Also habe ich mir einfach diesen ganz großen Kreis hier genommen und habe den einfach mal ausgemessen, wie groß der ist. Er hatte so 11 cm Durchmesser. Dann habe ich den einfach auf meine Karte so erstmal so abgestempelt. Also ich habe mir die Karte so genommen, dann links und rechts erstmal so zugefalzt, dass ich in der Mitte meine Falznaht habe, und dann habe ich das hier drauf gestempelt. Dann bin ich des Weiteren vorgegangen, habe erstmal dieses Motiv mir vorbereitet. Auch das möchte ich euch zeigen, wie ich da vorgegangen bin. Und zwar, nochmal ganz kurz zurück zu dem ganz Großen, da könntet ihr zum Beispiel hier das mit diesem schönen Framelit mit der Nummer 2 das komplett ausschneiden. Also da passt das Framelit 2. Ihr habt sogar noch ein viel größeres auch noch mit dabei. So, und nochmal zurück zu meiner Karte. Da habe ich dann dieses Motiv hier genommen. Ich hoffe, es spiegelt euch nicht zu sehr. Vielleicht nehme ich es doch lieber am Katalog. Das spiegelt es, glaube ich, nicht zu sehr. Entschuldigung, dass ich da jetzt ein bisschen hin und her gehe. Also das ist dieses Stempelset. Entschuldigung, dieses Stempelmotiv. So. Da habe ich dann mein zweites hier genommen, beziehungsweise das dritte, das mit den abgerundeten. Und bin dann praktisch hier, nachdem ich es abgestempelt habe, habe ich das hier auch dann gleich so ausgestanzt. Also es passt exakt rein. Aber ich will ja auch noch so ein Loch haben. Und dafür habe ich dann praktisch das nächstkleinere wieder genommen und drehe das so um. Wenn ihr jetzt euch vorstellt, das wäre jetzt mein abgestempeltes Motiv, lege ich gleichzeitig hier dieses Motiv rein. Das passt wunderbar. Wenn man hier so diese kleinen Ecken hier sieht, habe ich das genau hier so draufgelegt. Also praktisch gleichzeitig habe ich das praktisch so dann ausgestanzt, dass ich dann eben diesen Kranz hier habe. Und dann habe ich das nächste Motiv abgestempelt. Da brauche ich, glaube ich, jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist halt diese Größe, was ich auch wiederum mit diesem hier ausgestanzt habe. Und dann das ganz Kleine. Also noch nicht das ganz Kleine, dieses hier. Das habe ich dann eben mit diesem hier ausgestanzt. So, beim Zusammensetzen habe ich einfach darauf geachtet, dass ich mir das erstmal so hingelegt habe. Und dann beim Aufkleben halt eben hier nur den Kleber gesetzt und hier bei der Seite halt eben auch nur hier den Kleber gesetzt. Und dann könnt ihr das immer so schön zusammenfalten. Ein kleiner Tipp, wie man diese Karte machen kann. Und ich hoffe, euch regt das Beispiel auch an, um dieses wunderbare vielseitige Stempelset mit den passenden Framelits dazu euch entweder gratis zuzulegen, wenn ihr die Big Shot noch nicht habt und jetzt die Chance wahrnimmt, eben die Big Shot euch zu besorgen. Oder wer die Big Shot schon hat, aber dieses Stempelset mit den passenden Framelits noch nicht, dann schlagt jetzt auch zu, denn es gibt es eben für einen vergünstigten Preis.
Ich wünsche euch viel Spaß noch beim Kreativsein und bis zum nächsten Mal. Eure Jasmin.